Ach schon, als erstes sollten Sie den Millionen Menschen an den Rundfunkempfängern diesen Titel vorlesen und erklären. Von mir ist. Von Barcelona bis Berlin. Von Barcelona bis Berlin, das verstehen Sie. Das ist Bottrop wahrscheinlich. Genau, das ist eine Alliteration, ja. Sie erinnern sich. Und dann Hasta la Heimat. Ich meine, der ganz Europa diskutiert, würde man wahrscheinlich in der Bild-Zeitung sagen, ganz Europa diskutiert über einen Begriff Heimat. Hast du Haben wir eine Heimat? Hast du eine Heimat? Hast du mal eine Heimat? Oh, das war nicht so jemand in der U-Bahn an und sagt, hast du mal eine Heimat? Nein, es ist... Heimark? Oh. Nee, jetzt okay. Mal ohne Witz. Es ist doch interessant, dass die Katalanen so eine schlechte Presse haben in Deutschland. Heißt mit ihrem nicht Katalonen? Mit ihrem, nein, ja, es heißt ja auch nicht Wallanen, deshalb sind die Wallonen, also sind die, jetzt kommt mich durcheinander. Jedenfalls kommen die nicht so gut an mit ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit. Oh, und ja. Das verstehe ich gar nicht, denn ich habe dafür sehr, sehr viel Sympathie. Erstens, pass Kannst auf, zweitens, ganz kurz, These, wir machen ja eine thetische Sendung hier, These. Und zweitens, ich glaube, man kann davon einen Bogen schlagen zu der Debatte, die die Grünen gerade hier in Berlin über das Wort Heimat führen. Denn Heimat ist ein bedrohtes, gut in Frage gestelltes Konzept. Flüchtiges Wesen. Zu den Grünen kommen wir noch gleich. Und was Sie 20 Jahre lang, die Grünen und die Linken, mit dem Begriff Heimat gemacht haben, um ihn jetzt bei knisterndem Kamm des Zucker wiederzuerkennen und wieder zu beleben. Die Katalanen haben natürlich eine Heimat und sie wollen aus ihrer kleinen Region, die wirtschaftlich ganz schön potent ist, einen Nationalstaat machen. Das heißt, die Idee, also zurück in die Zukunft, könnte man drüber schreiben. Die wollen aus einem kleinen Raum jetzt einen Nationalstaat machen, wiewohl er Teil eines größeren staatlichen Raumes war, der übrigens ein funktionierendes Verfassungsgericht hat, das sagte, das ist illegal, weil es nicht in der Verfassung steht, die sich alle miteinander gegeben haben. Da tritt also jemand illegal aus dem Club aus, oder versucht es zumindest, und argumentiert, das ist aber Volkes Wille. Und das tut er genauso wie die komischen Heinis an der Spitze dieser PIS-Partei in Polen. Und an der Spitze von Ungarn, Herr Orban, der mal sagt, das müssen wir machen und ob das rechtlich okay ist oder nicht, ist ganz egal. Das Wille des Volkes hat sich manifestiert. Den trägt er da in Flaschen vor sich her und dann darf er irgendwie machen, was er will. Und das ist wirklich anti-europäisch, weil anti-rechtsstaatlich. Nein, das ist eben nicht, ich nehme das Argument ernst, weil ich glaube auch, dass in der Tat jemand wie Orban oder Kaczynski, die würden tatsächlich so argumentieren, die sagen dann immer, Volkes Wille steht über dem Recht und Recht brauchen wir nicht. Das macht der Katalan aber auch so. Ja, aber trotzdem macht das hier halt schon einen echten Unterschied, weil das, was die hier vorhaben, ist eben nicht antieuropäisch, es ist nur gegen den spanischen Nationalstaat und der spanische Nationalstaat schützt sich tatsächlich mit seinem Recht, insofern ist das gegen das Recht, es liegt aber ein bisschen in der Natur der Sache, denn die wollen ja die Landkarten verändern. Und wie sollen sie es denn sonst machen? Was die da wollen ist, und das ist eigentlich, deshalb finde ich das Thema auch so spannend, die wollen zurück zur eigentlichen europäischen Idee. Denn die eigentliche europäische Idee ist das Europa der Regionen. Europa war eigentlich gegründet worden, den Nationalstaat zu überwinden. Zu sagen, der Nationalstaat ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, ist historisch jung und nicht die letzte Antwort darauf, wie wir uns hier organisieren. Deshalb Region und darüber Europa, das ist die Idee. Also dem widerspricht, was mit Blick nach Spanien, dass die einen Nationalstaat noch einmal bauen wollen aus ihrer Region. Das heißt die wollen dann so, nicht, aber die wollen nicht das Europa der Region. Die wollen, bam, Knall, rund um Barcelona, mit der Hauptstadt Barcelona, einen Nationalstaat haben und eine Grenze drumherum machen und dann der EU beitreten, um möglicherweise Subventionen zu kriegen. Keine Ahnung. Und das ist antieuropäisch noch einmal. Und übrigens gibt es ja so ein Parlament der Regionen in Brüssel. Rat der Regionen heißt das. Da bilden sich alle Regionen ab. Da schaut halt nur niemand hin, weil es keinen interessiert. Und Sie verwechseln zwei Dinge. Sie verwechseln den Begriff Heimat und den Begriff Region. Region ist was eindeutig Territoriales. Und Heimat ist was ganz anderes. Was kann eine Region sein, muss es aber längst nicht sein. Und für ganz viele, glaube ich, ist es das auch nicht. Aber es ist doch spannend, dass die Region ist das, was sozusagen natürlich wächst, was immer da ist, was besteht, während die Nation musste erkämpft werden, ja, mit Blut und Eisen und Schwertern und muss auch mit dem Recht offensichtlich wie im spanischen Verhältnissen so zusammengeschraubt werden, während die Region das eigentlich Natürliche ist. Und die Idee ist doch, der Nationalstaat, der etwas Künstliches ist und wo man auch das Nationalbewusstsein den Leuten auch erstmal einimpfen musste, weil das hatten die so in der Form gar nicht natürlich, dass man das sozusagen hinter sich lassen kann. Und jetzt noch mal zu den Grünen, weil wir wollen ja hier keine spanische Sondersendung machen. Warum streiten die denn über Heimat? Die streiten doch deshalb über Heimat, weil der Erfolg der AfD zeigt, dass viele Leute... Nachdem sie die AfD groß gemacht haben. Genau, das waren die Grünen schuld. Das ist mir zwar recht, denen das auch noch zuzuschieben, ist aber echter hanebüchener Unsinn. Wenn das Konzept Heimat ist sozusagen in unserer Zeit in
wird brüchig und der Nationalstaat kann das nicht mehr halten. Und das ist jetzt eigentlich mein eigentlicher Punkt. Der Nationalstaat hält den Heimatbegriff nicht mehr, weil die Leute merken, der Nationalstaat kann diese ganzen Aufgaben gar nicht mehr erfüllen. Nein, der Nationalstaat ist das überschaubare rechtliche, staatliche Gefäß für ganz viele Heimatbegriffe und ist die Regelungsinstanz, die mit dem Gefühl Heimat vergleichsweise wenig zu tun hat. Ich glaube nicht, jetzt aber ganz schön unemotional. Nein, Moment, ich glaube nicht, dass ja, der Staat ist, glaube ich, eine Institution, die dafür sorgt, dass die Lebensverhältnisse funktionieren, dass die Fenster schön dicht sind, so wie Angela Merkel gesagt hat, dass die Daseinsvorsorge funktioniert, dass ich mich in meinem Land sicher fühle, dass ich auch einen überschaubaren staatlichen Rahmen habe, den ich noch durch Wahlen und Teilhabe mitbestimmen kann, weil er auch nicht zu groß ist. Ja, und der irgendwie halbwegs handlungsfähig ist und in Teilen seine Handlungsfähigkeit nach Brüssel abgegeben hat, weil es da besser liegt. Liebe Zuseher, da haben Sie mal einen Springer-Kollegen, also der vom Springer-Verlag, Sie erinnern sich Springer, der praktisch wirklich ein sehr ungewöhnliches Verständnis vom Nationalstaat hat. Damit, glaube ich, sind Sie relativ alleine. Der Nationalstaat, Moment, es ist auch ein Unterschied zwischen... würde ich sagen. Ja, danke schön. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Nation und Heimat. Natürlich ist ein Nationalstaat wichtig und ich glaube, dass die Idee, wir überwinden den und führen ihn in einen europäischen Bundesstaat, einfach nicht funktioniert und auch niemals funktionieren wird. Das war vielleicht ein Traum unter den Traumata des Nachkrieges, aber das funktioniert nicht und wird auch niemals hat nicht funktioniert und wird auch niemals funktionieren. Aber ich will auf den Begriff Heimat, der immer wieder von den Linken diffamiert wurde. Erinnere sich noch kürzlich erst, ein paar Jahre nur her, hat ein bayerischer Finanzminister, Herr Söder, ich bin echt kein Fan von ihm, sein Ministerium XY und für Heimat genannt. Heimatschutzministerium. Nein, nichts Heimatschutzministerium, das ist das Innenministerium in den USA. Okay. Für Heimat. Und ist verspottet worden, nicht zuerst von den Grünen. Mann, von den Linken. Der tut mir so leid, das hat ihn bestimmt total getroffen. Ich merke ihn, also der geht immer noch ganz geknickt, weil man ihn so verspottet hat. Daran merken Sie, dass jetzt jemand wie die Grünen einen Begriff revitalisieren haben, den sie mit allen Mitteln bekämpft haben und tot gemacht haben. Und sich jetzt wundern, dass sich Leute dieses Begriffes... Das ist tagespolitisches Klein-Klein, was Sie da machen. Das ist doch mir doch egal. Ja, haben Sie recht, geschenkt von vorgestern. Es geht doch um was anderes. Es geht doch darum, dass die Grünen das deshalb machen, weil sie merken, oh hoppla, selbst in unserer Klientel, die irgendwie mit dem Hintern geschreddertes Müsli essen und so weiter, werden bestimmte Konzepte plötzlich in Frage gestellt, weil die Situation sich ändert. Da ist irgendwie Trump, da ist das Klima, da ist Brexit, da ist Putin, da ist was weiß ich nicht. Und plötzlich fragen die sich, wo sind wir eigentlich zu Hause? Was ist eigentlich mit Heimat? Wer sorgt eigentlich für uns? Wer schützt uns? Und da kann die Bundesrepublik Deutschland als Nationalstaat diesen Job gar nicht mehr leisten. Und deshalb glaube ich, dass auf Dauer die Leute ihre Loyalität zurückziehen werden, so wie das bei Ihnen ja offensichtlich schon passiert ist, ja interessant. Und die Leute werden ihre Loyalität richten nach Brüssel und sagen, ihr müsst das Problem lösen. Und auf die Region, weil sie sagen, hier bin ich zu Hause, hier ist meine Heimat. Noch einmal, Sie verwechseln den Begriff Region, der ein territorialer ist, mit dem Begriff Heimat. Heimat ist mobil, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Der Staat, Nehme ich immer mit mir, habe ich immer dabei, hier meine Heimat. Ja. Zeige ich gleich. Darum fragte der Kollege auch, haben Sie mal eine Heimat, weil es mobil ist. Hast du mal Heimat? Einmal im Ernst. Die Nationalstaatlichkeit kommt an seine Grenzen in puncto, also in manchen Fragen, die Globalisierung aufwirft. Manche Grenzen können Sie als Nationalstaat nicht mehr schützen, zum Beispiel die Kapitalgrenzen. Konnte man früher, war es ein Währungsraum, da gab es auch keine Ströme von Geld rund um die Erde und so weiter und so weiter. Das müssen Sie in die nächsthöhere Instanz zum Teil weggeben, wie geschehen, ja. Das löst quasi einen Teil der Staatlichkeit, der Nationalstaatlichkeit auf, hat aber nichts mit der Frage von Heimat, in die ich mich zurückziehe. Was heißt das denn, dass die Heimat was mobil ist? Das finde ich total interessant. Aber ist Heimat, ist, mein Konzept, Heimat ist, ich das? Zum Beispiel komme aus, eigentlich her? Ich komm aus dem Rheinland und habe 18, 20 Jahre lang im Rheinland gelebt und habe nicht das Gefühl, das wäre meine Heimat. Man hört Ihnen das auch nicht an, muss ich jetzt sagen. Nein, jahrelang sind wir verdroschen worden daheim, damit wir diesen Akzent rauskriegen. Wir durften am Tisch nicht... Ist das der Grund, weshalb Sie das als Heimat nicht so empfinden? Genau, möglicherweise. Weil Sie froh sind, dass hinter sich verlassen haben. Das ist jetzt unfair. Aber das ist nicht meine Heimat. Ich würde noch nicht mal sagen, dass... Ich weiß gar nicht, ob Berlin meine Heimat ist, wo ich jetzt auch... Sind Sie ein heimatloser Geselle? Nein, bin ich eben nicht, weil ich Heimat völlig anders definiere. Und das tun, glaube ich, ganz, ganz viele Leute. Heimat ist Familie. Ist Familie, meine Kinder, meine Frau. Familie ist vielleicht, Familie. Nein, das kann man auch als Heimat begreifen. Das und ihr Freundeskreis. Oder aber, und jetzt fragen sich ja seit mehr als 20 Minuten die Menschen, warum ich diese Zinssoldaten mitgebracht habe. Wenn das Ihre Heimat ist, muss ich sagen, dann steht es um Sie schlimmer, als ich dachte. Immerhin ist eine grüne Eiche dabei. Beim Respekt. Aber eine grüne Eiche, aber klein gewachsen. Nein, das sind Zinssoldaten, mit denen hat mein Vater gespielt und mit seinem Vater gespielt und mit mir gespielt. Und das ist eine Erinnerung, die für mich auch Teil der Heimat ist. Dass das hier war wahrscheinlich Ihr Großvater, weil der hat das nicht gespielt, sondern
gemacht. Und mein Großvater war kein Schotte, Sie Horst, wenn ich das sagen darf. Denn das ist ein Schotte, der hat nämlich... Aber der wirft dann eine Handgranate, ja, oder nicht? Das haben auch Schotten gemacht. Oh, unterm Schottenrock aber ist die Handgranate. Sehr, sehr witzig. Entschuldigung. Nein, das finde ich... Also wenn wir wenigstens eine Geschäftsbeziehung aufrechterhalten wollen, Sie, ja, Herr Augstein, dann finde ich das quasi eins zu weit oder geradezu übergriffig. Das ist Teil meiner Erinnerung, das ist Teil meiner, wenn Sie so wollen, Familiengeschichte, also in große Worte. Und das ist natürlich ein wichtiges Element von Heimat. Nee, die meisten Leute sehen das tatsächlich eher so wie Katrin Göring-Eckardt, die gesagt hat, wir Grünen, wir lassen uns überhaupt nicht übertreffen in der Verteidigung der Heimat, bla bla bla, das ist uns total wichtig. Damit meinten die nicht ihre Zinssoldaten. Nein, die meinten nicht meine Zinssoldaten. Obwohl ich denen das auch zutraue. Aber wissen Sie, was die meinten? Die meinten handgekochte Himbeermarmelade am Veggie Day. Ja. Das ist deren Heimat. Und okay, fair enough. Kreidefelsen im Sonnenuntergang. Ja, ich lach mich tot. Kaspar David Friedrich haben die bestimmt auch nicht auf dem Wahlprogramm gehabt, sondern fanden sie spießig, vorbürgerlich und antidemokratisch. Für die meisten Menschen ist Heimat in der Tat, Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen banal, aber ich sage es dann einfach trotzdem, schon was Lokales. Ja? Weil die meisten Leute sind nicht so wie Sie, dass sie praktisch die Heimat in Form von 15 kleinen Figuren in der Tasche haben, sondern die sagen dann praktisch wogende Ährenfelder in Ostholstein unter lilafarbenem Regenhimmel. Dann sagen die, hier bin ich zu Hause, das ist meine Heimat. Und nochmal, das hat mit dem Nationalstaat nichts zu tun. Denn gerade wenn ich an Schleswig-Holstein denke, was ich zum Beispiel mehr so für meine Heimat halte, ja, Süderjylland, ja, können Sie noch mal gucken, der Süden von Dänemark, der Norden von Schleswig-Holstein, das ist eine Region. Die Leute sind total ähnlich, die essen die gleiche Art von Orangenmarmelade auf ihrem Toast, trinken dazu Tee mit knisternden Candies. Das hat nichts zu tun mit Passau, das hat nichts zu tun mit Stuttgart, das ist Heimat. Das ist ja mein Reden. Es ist losgelöst von territorialen Zusammenhängen. Aber das, was die wollen, die sagen, wir sind Katalanen, die wollen und wir wollen unser eigenes Ding machen und wollen das im Rahmen eines großen Europas machen. Wir wollen mit Madrid nichts zu tun haben. Madrid interessiert uns nicht. Uns interessiert Barcelona und Brüssel. Übrigens, Brüssel. Aber aus Brüssel? Von Barcelona über Brüssel nach Berlin. Also in Brüssel interessieren die vor allem die EU-Subventionen, sonst könnten sie nämlich gar nicht leben. Wissen Sie, wie das Europa ist? Ein großer Teppich, wie eine Wiese. Und überall blühen so Blumen, das sind die Regionen. Boah. Und das ist ein... Und Sie und ich, wir hüpfen wie so kleine Schmetterlinge von Blüte. Wir können uns sofort weiter unterhalten, Blüte, wenn Sie das als Zinnfigur mitbringen. Eine Wiese blühender Blumen, ja, das ist eben Ihre Welt und meine Welt sind eben Blumen und Schmetterlinge. Danke.